Hallo, hallo, hallo. Wir spielen jetzt ein bisschen Coral Island. Und ja, freue ich mich schon drauf. Heute haben wir so ein bisschen Sachen vor. Und zwar sowas wie Vorbereiten für die neue Season. Und, ja. So. Ich weiß nicht, ob du... Oder ob man... Ups. Schon vorher... Samen kaufen kann. Das wäre nice. Aha, jetzt kann ich großen abbauen. Nuisch. Hat heute überhaupt ein Laden auf? So. Wir haben heute Sonntag. Heute hat keiner Geburtstag, das ist schon mal gut. So. So, auf geht's. Hallo Juri. Oh, sonntags geschlossen, okay. Dann gucken wir bei Sam vorbei in dem Gemischtwarenladen. Auch geschlossen? Ach, öffnet um 12. Heute geschlossen. Oh. Dann gehen wir ein bisschen ins Meer. Tauchen. Oh. Man versteht nicht, was gesagt wird, okay. So.
Okay, hier geht's nicht lang, aber da gibt's schon mal ein neues Tier. Bisschen schade, dass wir uns noch nicht so schnell bewegen können. Können wir uns noch einen Pompon holen? Noch einer, ey. Okay. Ich bild mir das doch nicht einfach so ein, oder? Nein, Argun, das tust du nicht. Die dunklen Wurzeln sind... Sie ist wirklich weg. Und die Korallen, sieh nur, ihnen allen geht es besser. Meine Güte, Argun, hinter die, sieh nur, ein Landbewohner. Moment mal, das ist derselbe, den wir dabei beobachtet haben, wie er mit unseren Geräten herumgespielt hat. Wow, okay. Wenn man von peinlich spricht. Alles klar, wir wissen nicht, was dieser Landbewohner vorhat. Reg dich nicht auf den Nali, wir schaffen das. Ich, ja, du hast recht. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden und ein paar Fragen stellen. Ich glaube, er ist derjenige, der dieses Gebiet geheilt hat. Oh ja, das bin ich. Na, wir wollen doch nicht vorschnell handeln. Jetzt kommt schon, ein Landbewohner, der uns vom Seevolk versteht, nie im Leben. Außerdem haben wir den Schaden gesehen, den seinesgleichen anrichten kann. Denali, echt jetzt? Wir haben schon lang genug gegen das Protokoll verstoßen. Gehen wir zurück und erstatten darüber Bericht, bevor es jemand rausfindet. Oh. So, dann gehen wir eben zurück. Ling. Tikok, was war das? Ich hab das Seevolk gesehen. Ja, das hast du. Ich hab das durch Kibbel gesehen. Ich hab sie so lange nicht gesehen. Ich hab alles gesehen. Oh, diese Sprache habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Du verstehst sie nicht, oder? Keine Sorge, das kann ich ändern. Oder ich brauch deinen Tauchanzug. Nein, kannst du gar nicht tauchen. Oh.
Halb so wild, ich habe einen in Reserve. Ich arbeite stattdessen da dran. Wir sprechen uns bald wieder. Nice. Gucken wir mal, ob wir irgendwas bekommen. Pfingstrosen, Gurkensamen. Radish. Okay, dann gehen wir mal Sachen verkaufen und dann können wir eigentlich auch schon schlafen gehen, damit Sommer ist. Dann haben wir ein bisschen Geld bekommen und können gleichzeitig am nächsten Tag ein bisschen mehr einkaufen. Oh. Oh, Nina. Meine allerliebste Lilly, ich habe dich schon so sehr vermisst. Der Sommer wird richtig toll, wenn du jetzt da bist. So, hat denn jemand weiteres Geburtstag? Nee, erst am 3. Okay. Sommerregen morgen, nice. Oh Gott, ich glaub's immer noch nicht. Die Leute spenden immer weiter. Millie und ich haben darüber gesprochen und wir wollen beide die Unterstützer ehren. Mauern mit den Namen aller, die gespendet haben und Statuen für die, von denen wir höhere Spenden erhalten haben. Alle in einem neuen Raum für das Museum. Wir nennen es die Halle der Gründer. Es soll eine prachtvolle Erinnerung an die Leute werden, die uns geholfen haben, so weit zu kommen. Das ist doch alles so aufregend. So.
Ja, ein bisschen fischen. Laguste. So, was kriegen wir jetzt hier raus? Noch eine Laguste. Okay, verkaufen wir die beide. So, mal eben kicken. Sommer. Charlotte, Hibiskus, Heidelbeeren, Peperoni und Sonnenblumen. Was ist das für ein Unsinn, den Luke da drüben verzapft hat, dass du heute Abend nicht zu meiner Dinnerparty kommst? Ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Du musst aufhören, dir darüber Sorgen zu machen, dass du eine Belastung für uns bist. Du gehörst zur Familie, Ben. Wie wäre es, wenn ich es uns beiden ganz einfach mache? Es wäre eine Beleidigung, wenn du es nicht einrichten könntest. Nun ja, das ist sehr nett von dir, wenn es dir keine Umstände bereitet, klar. Dann leiste ich euch gerne Gesellschaft. Gut gemacht. Woher hast du diese unglaubliche Lampe? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Dafür solltest du lieber keinen Aufschlag berechnen, Ben. Die sieht so aus, als hättest du sie schon vor einer Woche jemanden in den Müll geworfen. Luke, was ist denn in dich gefahren? Du warst unhöflich. Aber du hast recht, die Lampe gehört nicht hierher. Ein Teil der Farbe ist abgeblättert und sie riecht komisch. Ob sich das abwaschen lässt? Sie steht nicht länger zum Verkauf, Leute. Ich weiß auch nicht, was ich euch sagen soll. Sie war ein seltener Fund. Sie hat Charakter. Bei diesen Dingern ist es so, entweder sieht man sie oder nicht. Nun ja, wir sehen es nicht. Okay, Kumpel, machen wir den Wohnwagen zu. Ich habe einen Kuchen im Ofen. Hey, sieh mal, wenn wir da haben. Hallo, du heißt die Cock, nicht wahr? Es ist wirklich schön, dich zu sehen. Aber du brauchst doch nichts, oder? Ich bin gerade dabei zu schließen. Gut beobachtet, ja. Wir sind unterwegs zum Weingut. Dort gibt es einen Braten oder sowas. Heute Abend lassen wir es uns gut gehen. Oh. Hibiskus.
Roter Admiral. Okay. Hier unten. So. Aber dann könnten wir jetzt mal bei Sam vorbeischauen. Nee, als erstes bei der Schmiede und dann bei Sam, würde ich sagen. So, als erstes zum Schmied. Oh. Danke, dass ihr alle zur Bürgerversammlung gekommen seid. Auf der heutigen Tagesordnung steht im nächsten Runde der Friedhofsreinigung. Wie ihr alle wisst, gab es nach unserer letzten Bürgerversammlung heftige Regenfälle, die unsere Stadt schwere Schäden zugefügt haben. Pablo und sein Bruder haben wirklich hart gearbeitet, um die Kanalisationsrohre überall in der Stadt freizumachen. Dank ihnen gab es keine fürchterliche Überflutung. Der Etat dieser Saison wird auch dafür verwendet, das undichte Dach des Gemeindezentrums zu reparieren. Letzter Tagesordnungspunkt: Auf dem Friedhof ist sehr viel Moos und machen wir uns nichts vor. Ich brauche Freiwillige. Wer ist dabei, Leute? Oh, toll, danke. Dann sehen wir uns morgen, 10 Uhr vormittags. Die Sitzung ist vertagt. Pablo, geh noch nicht. Dieser Mann hier meldet sich immer als erster freiwillig. Was für ein guter junger Mann. Bitteschön, Sohn. Iss etwas von meiner Fischsuppe. Ich habe davon zu viel gekocht. Okay. Danke, Herr Bürgermeister. Ich versuche nur, meinen Beitrag zu leisten. Wenn ich etwas habe, dann ist es unbegrenzt Zeit. Verzeiht mir, dass ich nicht mehr beisteuern kann. Sieh dich nur an, mein Lieber. So bescheiden, aber so darfst du nicht denken, im Gegenteil. Sei dir im Klaren darüber, oh verdammt. Wie weise, das so zu betrachten. Es ist immer toll, die Sichtweise erfolgreicher Menschen zu hören. Ach du, immer ein Kompliment auf den Lippen. Haha, darf ich euch Pablo vorstellen? Okay. So. Eine Libelle. Auch ein Blattschneidermotte.
Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets on the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot. Hotter than some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. Nice. I'm tapping in, I'm passionate, this is what passion is. So, und jetzt ab zu Sam. Gucken, was er verkauft. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Been popping, sports center from a little I was watching. Spin a bag like a rapper, call that top spin. Alter, ist das viel. Nix. Muss ich mir gleich noch 6 kaufen? Ne, 10. Das war nur Dünger.
Oh. Verdammt. Dann verbraten wir noch ein bisschen unsere letzte Energie. Unten im Meer. Oh. Können wir jetzt schlafen gehen? Oh. Makeshift Bodenfliesen, Einmachglas. Oh, Ling. Dekok, endlich tauchst du auf. Schnell, komm mit mir ins Labor, es ist fertig. Okay. Ich habe auf dich gewartet, du gehst ziemlich langsam. Okay. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen, weil ich schon so aufgeregt war, dass ich dir das zeigen kann. Da, ich zeige es dir. Das ist der Taucheranzug 2.0. Kein sehr zündender Name, ich weiß, aber er kann was. Bei deinem Mundstück habe ich noch einen Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut. Außerdem eine Hörmuschel und einen Prozessor. Die verarbeiten und übersetzen dann die Sprache des Seevolks.
Und darüber hinaus habe ich noch einen Monitor bei deinem Schwimmbrille hinzugefügt. Er übersetzt auch alles Geschriebene aus den Seevolkssprache. Das wirst du brauchen, vertraue mir. Danke, Link. Ich bin schon so aufgeregt, dass ich wieder mit dem Seevolk sprechen kann. Ich bin ziemlich eifersüchtig, wenn nur... Nun ja, ich glaube, das ist alles. Hab viel Spaß im Wasser. Göttin im Himmel, ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du sonst noch da unten entdecken wirst. Spitzschnecke. Sonnenfragment. Nice. Kommen wir hier unten weiter, der Wurzel hinterher. Noch eine Schnecke? Okay.
Ich glaube, ich sollte wieder in die Mine und Upgrades farmen. Oh, ich, eben noch schnell neue Samen holen und ja. Schmuckkörbchen, okay. Besorgung, Tomaten. 10 Tage Besorgung annehmen. So. 10. So. Machen wir das noch fertig. Und dann morgen geht's dann in eine Mine. Damit wir später Bronze, Silber holen. So, und dann zur Schmiede und das alles einmal einpacken. Sprengstoff und Vortex-Sammler. Thank you.
Windy. Mittwoch. Oh, Valentina und Wataru. Muffins kann ich schenken und beide können Muffins bekommen, okay. Der Sommer ist da. Ich frage mich, ob du auf deiner Farm Papayas anpflanzen wirst. Wenn ja, dann heb mir bitte welche auf. Ich brauche 2 Papayas. Ich zahle Höchstpreise. Emma. Hallo? Alle reden über die neue 5, mit der wir bewertet worden sind. Wir kommen nicht vor, dass das anders zum Feiern ist. Dieser Volleyballplatz war letztes Jahr nicht hier. Ich frage mich, ob Kugelfisch auch das veranlasst hat. Wann macht die denn auf? Oh. So, wo haben wir denn Wataru? Ach, war klar. Ja, jeder Gang macht schlank.
Na, guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Ist es bei dir auch so warm? Ei, Dickhock, das gehört zu meinem Favoriten. Woher wusstest du das? Ei, okay. Oh Gott. Kein Regen heute. Ja, also irgendwie. Warte. Bei mir ist es, glaube ich, auch nicht besser. Ja, der Regen für heute ist auch weg bei mir. Total nervig. Ja, hoffentlich. Bei mir zwar steht nichts drinne, einfach nur, dass es bewölkt ist, aber ich hoffe es doch mal. Ja, würde ich auch machen, wenn ich nicht zu Hause wäre. Aber bei mir ist aktuell wirklich bewölkt angesagt.
Aber die alten Knochen, die machen auch nicht mehr lange mit, ne? Oh, echt? Habe ich zum Glück nicht mitbekommen. Wird sich aber, denke ich mal, auch irgendwann anders. Irgendwann ändern. Ja. Aber war das nicht ein paralleles Problem und nicht eins durch das andere verursacht? Ja, war ich mir doch sicher. Aber das will man trotzdem nicht. Ja. So, einmal nach oben. So, und wieder zurück. So. Ich bin auch froh, dass ich das nicht habe. Aktuell noch. Aber das wird kommen irgendwann. Leider. Aber heute kann ich leider nicht bis 22 Uhr machen. Ich bin übelst fertig. Ich muss mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ja.
vor allem alles in die Cloud schieben oder brauch nur einen Cloud-Dienst abrauschen und plötzlich kannst du keine E-Mails mehr empfangen. Ja. Ja. Aber trotzdem. Also. Da muss man gucken. Oh ja, ich glaube, das können die gar nicht. Also da würden die so krank viele Kunden verlieren. Ja. Mit Serverlizenzen und Office-Lizenzen. Klar, bei einer großen Firma da machst du Umsatz bis zum geht nicht mehr. Wenn ich mir mal überlege, was so eine Server 2022 Lizenz kostet. Und dann auch noch die verschiedenen Lizenzmodelle, also. Stimme ich dir voll und ganz zu. Da ist nur die Frage, ob du da wirklich einen BWLer findest, der da nicht drauf abfährt. Wenn ich mal überlege, dass die wahrscheinlich alle auch noch über verkaufte Lizenzen Provision bekommen oder sowas, ne? Jedes Jahr aufs Neue.
recht hast du. Es kommt immer drauf an, in welcher Umgebung man sich befindet. Würde ich sagen. Und das Gute bei der ganzen Sache ist, dass sich mehr und mehr Leute nach Alternativen umschauen zu Office. Und oder MS-365, weil du es nicht anders mehr bekommst. Die Entwicklung auch hier in Europa mal ein bisschen mehr vorangeht und andere Anbieter dazukommen, was ich sehr nice finde. Naja, aber man muss dazu sagen, finde ich zumindest, ein Office-Programm sollte nicht dafür verantwortlich sein, dass du keine OP durchführen kannst. Da läuft dann irgendwas anderes schief, würde ich sagen. Also so sehe ich das als, als außenstehende Person. Ja, das war CrowdStrike, aber das war nur eine zusätzliche Iteration dazu. Also würde ich... Oder sehe ich das falsch? Ja, aber weißt du, was ich da nicht verstehe? Also, wenn ich ein Update ausspiele, ich teste das doch vorher. Also, egal von wo das Update kommt. Und, also, ich teste doch alles, was ich installiere, bevor ich das an irgendwelche Kunden rausgebe. Und bei mir sind in meinem Fall Kunden meine eigenen PCs.
Also neue Patterns und so weiter würde ich jetzt auch nicht testen. Aber wenn die Softwareversion ein Update bekommt, dann auf jeden Fall. Bin ich dumm. CrowdStrike war es die Signatur? Und die hat den PC abgeschossen? CrowdStrike funktioniert nicht wie ein klassischer Virenscanner. Es war nur zum Verdeutlichen vereinfachen. Okay. Aber die haben doch einfach nur ein Update rausgespielt und das hat für Chaos gesorgt. Ja, aber Updates musst du doch aktiv ausrollen, oder nicht? So, jetzt ist es offiziell. Die Kampagne ist beendet und wir haben das Vierfache unseres ursprünglichen Ziels erreicht. Das haut mich um. Mir gehen die Worte aus, die ausdrücken können, wie ich mich fühle. Wir beginnen so bald wie möglich mit dem Bau der Halle der Gründer. Es gibt eine Einweihungsfeier und alles. Am Tag der Eröffnung komme ich dich abholen. Nice. Das Tierfest findet am 12. Sommertag statt. Bring ein Haustier zum spaßigen Rennen. Wenn du einen Huhn oder eine Kuh hast, melde die zum Wettbewerb an. Das Event beginnt um 9 Uhr vor dem Gemeindezentrum. Nice. So. Oh.
kannst CrowdStrike auch als Auto-Update laufen lassen. Ach du Scheiße. Wer macht denn sowas? Ja, aber trotzdem. Was ich halt nicht verstehe, ist, was du mit kein klassischer Virenscanner meinst. Ja, ich lese mir das gerade durch. Okay, jetzt lese es hier. Ja, aber wenn es auf dem Kernel-Level läuft, so hatte ich dich dann jetzt auch verstanden, da würde ich sowas nicht. Schwer zu sagen. Aber ich würde es eigentlich nicht so ausrollen lassen. Ja, aber deswegen verstehe ich es nicht, warum man es nicht vorher immer testen lässt, bevor man das in einem kompletten Haus ausrollen lässt.
Ja, ich... Den Beitrag, den ich gerade gelesen habe, da wurde auch drin gesagt, dass die Testsoftware, die sie benutzen, für sowas bei ihnen versagt hat. Also das wurde wohl nicht richtig validiert und dadurch konnte dieses Update ausgerollt werden. Aber ich bin heilfroh, dass ich davon nicht betroffen war. Oh, danke, du hast recht, du bist sehr nett, aufmerksamer Mensch, ja. Richtig, richtig gut. Da fühlt man sich bedeutend besser. Aber auch die Lösung von dem Problem ist abstrus. Komisch, wo bleibt es? Ich bin gleich da, Kleiner. Ich habe die Leckerlis gefunden, Fun Bucket. Ich bin auf dem Weg. Dekok, ich hab nicht gewusst, dass du hier bist. Tut mir leid, der Laden ist bis auf weiteres geschlossen. Was geht hier vor? Das ist Fun Bucket, meine Hausente. Er ist ein wenig angeschlagen. Ich komm, Kleiner. Los geht's, Kleiner. Diese Ente trägt einen Helm. Psst, nicht so laut. Ja, er trägt ihn gerne. Es ist sein kleiner, lustiger Fischerhut. Letztes Mal, als er krank war, haben wir eine ganze Packung Taschentücher verbraucht. Und dieses Getröte. Siehst du, normalerweise kommt ein schön gesundes Quack aus ihm heraus, aber alles, was ich heute gehört habe, sind diese traurigen Quacks. Ich denke, er hat schon wieder eine Erkältung. Ich hoffe, dieses Mal ist es nicht allzu schlimm. Ich habe ihn, seit er ein Entenküken ist, weißt du? Fun Bucket muss hier schon seit Jahren durch, aber er ist ein tapferer alter Vogel. Er wird schon durchstehen. Okay. Aber Kleiner, er hat den ganzen Tag auf seinem Lieblingsplatz in der Sonne gelegen. Er braucht nur ein wenig liebevolle Pflege und eine kleine Ruhepause. Dann ist er im Handumdrehen wieder auf dem Patschefüßchen. Du wirst schon sehen. Okay. Ja. Und privat bevorzuge ich einen heimischen Hersteller, der übrigens auch Pre hat. Eine Update-File löschen ist halt scheiße, wenn man kein Hypervisor ist. Oh ja, das meine ich halt. Kannst du an jeden PC rangehen, einen Boot-Image laden oder in Safe-Mode gehen und die Datei löschen. Und welchen Antivirenhersteller nutzt du? G-Data. Okay.
Ja, habe ich auch schon gehört. Hey. Guten Abend, Lala. So. Wenn du dann ein echtes Problem hast, die helfen dir. Ja, Lala, so halb alle. Ja. Ich nutze den Standard Defender, aber ich nutze den PC hier eigentlich auch nicht für irgendwelche abstrusen Webseiten oder sowas. Ich bin sehr müde heute. Warm ist es wirklich. Ja, mich killt gerade der Punkt, dass ich seit 3 Wochen am Wochenende immer angerufen werde und irgendwo Unterstützung leisten muss oder sowas. Oder irgendwelche Termine am Wochenende habe, so dass ich nicht richtig ausschlafen kann. Und dann, ja, ich freue mich schon auf meinen Urlaub. Nee. Urlaub ist für mich, wo ich noch mehr zacken kann als gewöhnlich und ausschlafen kann. Ich will zwar ein paar Sachen machen. Mine Nummer 2. Ich will zwar ein paar Sachen machen, aber. Ja. Dankeschön, Lala.
Ausschlafen kann ich schon lange nicht mehr. Senile Bettflucht. Nee, bei mir ist das immer, ich kann meinen Tag ausschlafen und den nächsten Tag dann nicht mehr. Und ja, wie gesagt, das killt mich dahingehend so ein bisschen. Menschlein Erfolg haben. Fluch macht Riesen zu Stein. Menschlein muss fernhalten. Aufgeregt, ich bin andere Riesen sehen. Ich bin schon gespannt drauf, auf sie zu. Was? Ich bin schon gespannt darauf, auf sie zu treffen. Ah, Riesen später kommen. Oben, Erdriese ist. Ich habe mir eine Campingliege geholt, weil mein Bett so nass ist. Okay. Ich bin jedes Mal spätestens um 8 wach. Dass ich mal durchrüssel kann bis 10, hat sich schon länger erledigt. Okay. Also, Lala, da kriegst du dann auch vom Rücken her die Abkühlung, oder wie? Wenn es deinem Rücken auch noch gut tut, ist doch super. Und Zuschauer, ja, kann ich so halb verstehen. Bei mir ist halt einfach das Problem, aktuell zumindest, dass ich irgendwie am Wochenende jetzt seit 3 oder 4 Wochen keine richtige Erholung bekomme. Und das ist halt echt hart nervig. Joa, nice. Ich hab einen Ventilator laufen. Komm, Menschlein sehen wird. Gumm, gumm. Eine Statue fehlt. Nicht verschwunden ist Menschlein, frei ist Grog jetzt. Nee, einfach eine geile Ventilator, der sehr leise ist oder relativ leise und einfach alles abpuste, das ist mega. Oder so eine Isomatte auf der Campingliege. Ja, ich glaube, aber da könnte ich nicht dauerhaft drauf liegen, weil die mir, glaube ich, zu klein wäre. Aber wo ist Grog? Hier ist er nicht. Shiftane, Häuptling. Oh, da ist Grog. Ah, da ist ein Menschlein. Moment mal, Menschlein kann Grog sehen? Ja, das ist nicht sein Menschlein. Befreie Grog, weil dieser Menschlein. Menschlein, dieser Grog, Erdriese. Gumm, gumm, Menschlein, ich Grog. Danke für Befreiung von Grog. Okay. Ja. Da weht eine steife Brise, du Zuschauer. Andere Riesen noch immer Stein. Wie der Fluch es sein muss. Wo ist Feuerriese? Menschlein müssen anderen Riesen befreien. Warte werden Grog und ich im Dorf. Gumm, gumm, Menschlein. Oh Gott.
befreie den Wasserriesen. Ah, der Teleporter ist fertig. Gott sei Dank. So. Ich schicke dir mein Lieblingsrezept für Fischsuppe. Das stammt von meiner verstorbenen Frau. Ich hoffe, du magst es genauso gern wie ich. Nice. So. Oh ja. Oh, und was mir richtig, richtig gut geholfen hat jetzt über die Jahre hinweg, ist die Luftfeuchtigkeit allgemein in der Wohnung abzusenken. Ich habe einen Luftentfeuchter und der ist mega. Der zieht dann hier im Sommer ziemlich hart viel Feuchtigkeit raus, aber das hilft allgemein, die Bude gefühlt kühler laufen zu lassen. Wird gespeichert. Wie wird denn das Wetter morgen? Menschlein, Riesen vergessen haben. Menschlein kann ich betreten. Dorf, zum Dorf komme ich, öffne Menschlein. Krog. Okay, geh ins Riesendorf. Hm, nice. So. Ja, die Schweißglocke trifft es echt gut. Und guten Hunger, Zuschauer. Menschlein hier. Hier, Menschlein. Komm, komm, Häuptling vergessen Menschlein nicht, können gehen in Dorf die Riesen. Also, Grog, öffne Weg für Menschlein. Mit Magie. Menschlein
Ich kann nicht zuschauen. Mensch, dann gehen zurück. Okay. Nicht genug Menschlein. Menschlein Augen schließen muss. Menschlein hat Augen offen. Ich hatte sie am Schluss offen, tut mir leid. Okay, Grog trotzdem geschafft. Also ich schätze nicht so wichtig sei. Ganz offen jetzt. Menschlein kommen mit Grog. Dieses Haus Grog. Dieses Wasserriesenhaus. Dieses Häuptlinghaus. Dieses Windriesenhaus. Kann das sein, dass da was passieren soll? Dieses Haus von Häuptling wird es offenbaren. Grog sagt nichts, sehr traurig. Ah, Grog vergessen. Hier, Grog kann helfen, Menschlein. Bring Werkzeug zu Grog und Grog machen besser. Aber wenig nur besser. Mehr stark braucht mehr Riesen. Okay. Okay, das alles Grum Grum, Menschlein. Oh, Verzauberung von deinem Werkzeug und Waffen besondere Effekte. Um mit dem Werk zu verzaubern zu. Okay. Schnellschwung. Yay. So, dann gehen wir noch ein bisschen tiefer, um endlich Silber zu bekommen. Wir kommen zurück. Mir ist nichts mit Brot eingefallen. Leider.
Oh, du hattest ein Rumpsteak. Nice. Ich muss noch was essen und ich weiß noch nicht was. Also werde ich mal gucken. Rumpsteak hört sich richtig geil an. So. Mit Herzogen, Kartoffeln und Rosenkohl und eine Pfeffersoße hat das geschmeckt. Oh, das glaube ich. Aber ich. Für mich wäre das, glaube ich, schon wieder zu viel Aufwand. Ich glaube, ich würde das dann mit Pommes essen. Ja, ich hab da halt irgendwie null Begeisterung für. Nice. So nicht. Ja, das geht ja immer, wenn es aufgewärmt ist. Also finde ich. Thank you.
Und Freitag gibt's Bauernfrühstück. Oh, geil. Ja, bei mir gibt es ein Proteinshake-Frühstück. Ja. Da gibt es bei mir, wie heißt es gleich noch? Ja, dasselbe. Also morgens ein Shake, mittags gibt es ein Magerquark mit Chunky Flavor und abends irgendwie Pizza oder sowas. Nee, ist mega. Und sättigt übelst. Neu. Ah, Krog und so. Hat denn heute jemand Geburtstag? Heute haben wir Sonntag, glaube ich, ne? Ja. So, müssen wir noch bis 9 Uhr warten. Nee, musst du ja auch nicht. Also, jeden das seine. Es gibt so Sachen, die würde ich im Leben nicht essen, wie zum Beispiel Rosenkohl, was, ja. Ja, genau sowas oder irgendwas, was man in die Heißluftfritteuse, ach, noch ist Sonntag, haben die nicht auf. In die Heißluftfritteuse donnern kann, das ist auch geil. Wo du nicht daneben stehen musst, sage ich jetzt mal, ne? Ist eigentlich so gut wie alles fertig, Futter. Ich mag halt kochen nicht. Also doch, kochen mag ich, aber ich mag es nicht für mich selbst. So? Besser? Ja. Wie gesagt, ich mag's. Für mich muss es zeitnah fertig sein. Ja, genau. Es darf nicht zu aufwendig sein. Wochenende ist mir sogar meine Zeit noch wichtiger.
So. In die Pilze? Also geht ihr Pilze sammeln oder züchtet ihr selbst welche? Sammeln Steinpilze. Nice. Okay, das wäre für mich wieder eine Ausnahme, wo ich sage, okay, darauf hätte ich auch Bock, mit einem Kollegen irgendwie sowas zu machen. Ne? Also das ist dann für mich was zeitlich gesehen Sinnvolles, dann da das dann auch zu kochen. Aber für mich selbst kochen mache ich eher ungern. Und Pilzragout ist auch geil, Lala. Montag haben zwei Leute Geburtstag, okay. Oh, die werden dann getrocknet und sind echt super zum Verfeinern für Soßen oder Gulasch. Und Lala bekommt im Herbst ein halbes Schwein. Okay. Ah, ich muss nochmal meinen Schwager fragen, der kauft immer was von einer Kuh. Also... Man kann hier Anteile an der Kuh kaufen und dann kriegt man dann das Fleisch dafür geliefert. Was an sich auch ziemlich lächtig ist. Oh, Wildschwein. Nice. So. Ja, ich eben schön, wenn man Kontakt behält durch von meinem Vater. Ah, nice. Selbst angemaut mag ich die auch, aber mangels finanzieller Mittel und Zeit hat sich das eh erledigt. Oh ja, das kann teuer werden. Das glaube ich wirklich.
So. Boah, 150 Kilo Fleisch, alter Schwede. Das ist ein wenig wahnsinnig. Also schön alles einfrieren und dann nach und nach auftauen. Ach, ein Kollege hat mir auch mal was Switch. Jährlinge, die sind nicht ganz so schwer. Ja. Bei uns gibt es immer auf dem Weihnachtsmarkt, da haben die dann frisches Wildschwein, sage ich jetzt mal. Und da kann man sich dann immer schön eindecken von der Dorfschlachterei. Also die gehen irgendwie Ende Herbst, Anfang, ja hier Weihnachten oder in der Winterzeit jagen. Und dann kannst du da dich echt hart eindecken. Wenn du willst. Oh, jetzt hat er den Muffin selbst gegessen, der Arschkeks. Hat er heute nicht Geburtstag? Ach da. Nee, Pferd ist echt schwierig. Was ich mal hatte, was richtig geil war, in Schweden, in Schweden war das. Hier, wie heißt das? Wir haben Elch gegessen. Das war geil, kann ich sagen. Und hier, wie heißt das? In Finnland haben wir auch Elchwurst und sowas gekauft. Das war übertrieben geil. Kann ich auf jeden empfehlen. Oh, Millie. Oh, lustig, dass ich dich hier zufällig treffe. Hi, Millie, schön dich zu sehen. Hey, das ist süß, ebenfalls natürlich. Okay. Egal, ich probiere etwas aus. Es gibt da diese Legende, dass eine Göttin in den Gewässern von Coral Island lebt. Mein Vater hat mir das erzählt. Bach oder See? See, glaube ich. Sag es niemandem, aber ich werfe schon Blumen rund um diesen See seit meine Güte. Ja, ich habe es an vielen verschiedenen Stellen getan. Noch immer nichts. Ich weiß, dass es albern ist, aber sind nicht alle Märchen albern? Ich dachte, du hättest gesagt, dass du Blumen geworfen hast. Nun, ich wusste nicht, ob das wirklich funktionieren würde. Ich wollte keine Blumen verschwenden. Ich habe die
Idee geprüft und Gras hineingegeben. Ich dachte, es funktioniert vielleicht, aber das hat es nicht. Aber keine Sorge, ich habe heute mit Blumen angefangen. Vielleicht kann man damit die Göttin beschwören. Was meinst du? Ich hoffe, ich habe die Göttin nicht erzürnt, weil ich ihr Gras gegeben habe. So, Gras war kein Fehler, aber sie hat kein Papier und Feuerzeug hinterher. Schöne Bong zusammenbauen. Und weiterfahren. Weiter geht's. Oh, Silberader. Thank you.
schön viel Silbererz. Und damit können wir unsere Werkzeuge dann upgraden. Oh, nice, neuer. Hier, wie heißt das? Mysteriöse Geode. So. So, gibt es... Nee, bis zum Animal Festival gibt es nichts wieder.
ich jetzt? Wetterbericht. Regen, sauber. Oh, Gewitter. Liefern wir die ab. Blueberries.
Silber. Super. Ey, ich bin nicht gestorben. Alter Schwede, das dauert so ewig. Sauber. Ab runter. Und Zuckerbaumsamen, die kann man immer gut gebrauchen.
So, noch eine Runde. Ach, alles gut. Kostet ja nicht viel, würde ich sagen. Brauchen überhaupt keine Bits gespendet werden, wenn ich ehrlich bin. Also das ist überhaupt nicht nötig. Kann ich noch mehr rausholen? Also, ich verdiene genug Geld, dass ich da hinten und vorne nicht drauf angewiesen bin. Und einfach zuschauen macht doch mehr Spaß. Würde ich jetzt sagen. Also sehe ich das ganz entspannt. Niemand muss sich da irgendwie gezwungen fühlen oder, ne? Aber trotzdem freue ich mich natürlich. So, Mittwoch. Ja. So, und das finde ich bedeutend wichtiger. Also, ne, für mich ist hier, wie heißt das, wenn ich irgendwo Abos verschenke oder Bits schenke oder, ist das auch mein nennen wir es scheißegal Geld. Das habe ich einfach, wenn ich wirklich Geld über habe.
Kämpfen. Steigerung, Steigerung. Ja. Da würde ich dann aber auch, also, wenn man zu viel Geld hat, das ist immer mega. Ich würde natürlich immer was zur Seite legen und das trotzdem für was ausgeben, was sinnvoller ist, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel das dann doch noch zur Seite legen und vielleicht eine neue Grafikkarte oder einen neuen PC oder sowas kaufen, ne? Also so sehe ich das. Ja, und ich könnte noch nicht mal sagen, was ich für Bits ausgebe, weil ich gar nicht so viel für Bits oder Abos oder ausgebe. Ja, nee, das meine ich halt, das ist halt bei mir so, dass Dankeschön. Also ich, so ist meine View da drauf. Mit Bits, Abos und. Ja, so muss es sein. Ja, meine auch so um den Dreh. Und das ist schon ein anständiger Preis. Ich habe alles an Beschaffung eingestellt, nur noch wenn ich wirklich für gutes Geld bekomme, sonst lief mein Server schon lang. Ja. Also bei mir aktuell auch, einfach aus dem Hintergrund, dass die Kohle gerade nicht so flüssig ist, wie man gerne wünschte. Aber ich muss mich da jetzt nicht großartig einschränken, aber ich würde jetzt auch nicht für irgendwie Arbeitsspeicher 30 Euro mehr ausgeben, wenn ich das mit 5 Minuten vernünftigen Suchen und Forschen günstiger bekommen würde.
Und wieder neue Steine kloppen. Nice. Zuschauer will sich einen Server zusammenbauen, damit er so simple Sachen machen kann, wie einen Minecraft-Server aufbauen oder sowas. Genau. Dasselbe habe ich halt auch gemacht. Zwar kein Server, sondern Mini-PC, aber dass man halt einfach sagen kann, hey, ich will jetzt das spielen, ich brauche nicht extra irgendwo auf eine Webseite gehen, sondern kann hier einfach den Server in dem starten, was ich haben möchte und kann dann das Spiel spielen. Bei mir war das unabhängig, dass ich irgendwie verarscht wurde oder sonstiges. Ich hatte da vorher schon Bock drauf. Nice. Hast du ein spezielles Gehäuse im Kopf oder einfach ein ganz normales PC-Gehäuse? Define Z. Oh Gott, Hilfe. Ja, das hatte ich auch mal als Servergehäuse. Ich hatte das noch mit Lautstärkeplatten dran. Das war schwer zu bekommen und noch zu teuer. Ich habe noch ein altes Victor-Schiff. Ah, dann genau deswegen hatte ich das gekauft. Ja. Der war mal ein Server, der Shift-Tag. Okay. Und streng nach ATX-Konzept. Nice. Also ich glaube, deswegen habe ich das allein auch gekauft. Hallo, hallo. Oh Gott. 12 SSDs, ich habe in meinem Server 2.
Also zwei NVMEs. Und die reichen dafür mehr. Also das, da findet zum Glück keine Datenspeicherung so an sich statt. Na, mobbt ihr euch alle gegenseitig? Ich habe jetzt eine NVMe, ein TB sollte mal reichen. Ja, auf jeden. Also ich habe bei mir auch nur 2x256 in RAID 1 oder 0. War RAID 1, ne? Glaube ich. Ich bin mir gerade unsicher. Das Spiegeln. Ja, wir sprechen von Servern. RAID 1? Müsste eins gewesen sein. Ja, ich bin da so lange raus. Aber die Backups von den Servern selbst, die laufen dann auf die NAS drauf. Hol auch nur noch Samsung. Ja, Spiegel ist eins. Okay, ja, dann habe ich ein Einser drinne. Manni, Glückwunsch dazu. Bestellen tue ich auch nur noch Samsung-Festplatten. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Außer bei NAS, da habe ich die Toshiba RAID-Platten. NAS-Platten, nicht RAID-Platten. NAS. Oh Gott. So, warte. Ich habe NAS-Planter mit 2 TB reicht. Ja, das auf jeden Fall. RAID macht wenig Sinn, wenn sie nicht an einem RAID angeschlossen sind. Und dann nur 20 PCI-Lanes vorhanden sind, davon an die Kraker. Müsstest du einen eigenen haben, um Input-Lag zu bekommen. Das kann gut sein, aber im Server ist keine Grafikkarte drin. Da die laufen direkt auf dem PCI. Und das ist nur. Ist vom eingebauten Controller. Und so in meinem Haupt-PC habe ich kein RAID drin, sondern einfach nur die Platten. So. Ich brauche einen
Ich brauche einen Hibiskus. Wenn du einen hast, schick ihn mir bitte. Dafür gibt's auch Trinkgeld. Hillside Winegut. Einwohner Starlet Towns. Denk dran, das Tierfest findet morgen ab 9 Uhr vor dem Gemeindezentrum statt. Sorg dafür, dass deine Tiere bereit sind für einen freundschaftlichen Wettbewerb. Nice. Eine Tomate zu Dipper. Das muss eigentlich nicht. Dip, 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 dip. Wo ist Dipper? Da. NPCs suchen. Oh, super. Aus dem Weg, Archie. Ich muss Dipper finden. Oh Gott. Kleinen Moment. Ah, nach unten. So, ich meine ja, dein Keksdose muss man schon auf den zweiten Slot-Prozess eingebaute Controller. Ja, müsste ich nachgucken, aber beim Server mit NVMe-Platten ist das jetzt nicht so schlimm. Also, ich habe keinen Server laufen, der jemals irgendwelche Probleme mit den NVMe's hatte. Also, speichertechnisch. Dass da Au, au, Quallenstiche, das tut so weh. Ich mein's ernst, Leute, ich habe das Gefühl, ich werde gleich ohnmächtig. Warte, die kenne ich. Ich habe in Pauls und Anne Show gesehen, du musst drauf pinkeln. Geht. Wenn es sein muss, muss es sein. Ich opfer mich für die Gemeinschaft und mach's. Aber... Wenn ich es mir nochmal überlege, dann glaube ich, kann ich nicht, wenn alle Leute zu... Oh Gott. Auf mich pinkeln? Nie im Leben. Wo ist der Strandwächter, auf den, wenn man ihn braucht? Kein Grund, dir in die Badehose zu machen. Vergiss das Märchen mit dem Pinkeln. Ich bin froh, dass das geklärt ist. Ich habe mich nicht gerade darauf gefreut, in der Öffentlichkeit zu pinkeln. Entspann dich, wir brauchen bloß Essig und warmes Wasser. Ich fange nicht an, auf Stiche herumzukratzen, okay? Hier ist eine Flasche Essig, die sollte helfen. Und jetzt behandeln wir diesen Stich mit einem Essigbad und etwas warmem Wasser. Okay, so. Mein Kumpel, der hat mich noch eine andere Möglichkeit unterbreitet, den wir morgen mal anhören. Okay, viel Erfolg dabei. Wie gesagt, auf der Masse der ATX ist der Weite nicht... an der CPU. Ja, das ist aber ein Mini-PC, deswegen kann ich es dir wirklich nicht sagen, ob der angeschlossen ist oder nicht und wie der angeschlossen ist und. Aber wie gesagt, der macht aktuell keine Probleme. Die Software selbst hat keine Probleme. Also habe ich keine Probleme. Aber würde ich mir einen richtigen Server zusammenbauen, nach Oldschool-Prinzip, sage ich jetzt mal, würde ich definitiv auch mit Raid-Karten arbeiten. So, Walter. Da war Walter. Nee, das ist Randy. Wo ist Walter? Da.
Danke. So. Oh. Ein Gürtel. Besorgte Affe. Oh, wir könnten unsere Spitzhacke verbessern. Oh, und ein bisschen Silber noch machen. Verarbeiten. Silbererz. Nice. Werkzeug aufwerten. Ach verdammt, ich habe Holz vergessen und es braucht 3000 Münzen. Okay. Boah, also ich glaube, ich mache jetzt Feierabend. Ich häng total durch. Und ich merke schon, wie ich geistig abwesend werde. Ja. Und morgen spielen wir dann erst eine Runde Once Human und dann Planet Crafter mit Money. Ja, genau, das ist so das aktuelle Ziel morgen, die Season anzudaddeln und vielleicht ein, zwei Quests zu machen oder einen Monolith und bei Planet Crafter, ja, einfach mal gucken, vielleicht schaffen wir morgen den Seenstatus. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann noch so als nächstes machen. Ich denke mal, auf die Suche gehen nach Samen für Pilze oder so, dass wir davon dann noch ein paar anbauen und ein paar mehr bekommen, sodass wir besser dieses Plastik herstellen können oder Plaster, weiß ich gerade nicht. Ja. Genau, das ist so der aktuelle Plan. Und ich hoffe, morgen bin ich dann besser ausgeschlafen. Weil heute ist echt. Morgen muss ich noch extra früh raus.
was richtig kacke ist. So. Aber wie gesagt, ich würde dann jetzt Feierabend machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch, eine gute Nacht und morgen dann wieder so um 18 Uhr starten wir dann. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt lustig wieder. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht, leider heute mal ein bisschen früher. Einen schönen Abend noch. Schlaft nachher gut und ja, wie gesagt, schlaf gut und dann gute Nacht und danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch was. Und ja, dann haut rein und bis morgen dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.